Moin meine Leute, der Eskas wieder da mit einer weiteren Folge Rim Royale, offizieller Release im Steam Store als Early Access Game, nice! Und sogar gestern, für euch wahrscheinlich vorgestern, Platz 1 auf Twitch hat Fortnite sogar überholt und Lothar und LOL und keine Ahnung was da sonst immer oben ist, mit dabei ist richtig nice. Mage und Hunter sind jetzt auch endlich spielbar, Mage ja 30% mehr Potion Effectiveness und Hunter 10% Reload Speed und Swap Speed. Hier sieht man jetzt die Main-Waffen und den Main-Skill plus die 4 Skills, die man noch in Kisten finden kann. Gefällt mir ganz geil. Wir spielen einfach mal mit dem Mage. Gucken wir mal, ob der Mate am Start ist, den wir hier haben. Ich würde direkt hier am Anfang direkt gerne runtergehen. Ist der Mate mit dabei? Er pinkt auf jeden Fall irgendwo hin, oder? Ja, er hat gepinkt. Sehr nice. Das heißt, raus geht's. Ja, ist direkt über mir. Ich weiß nicht, ob da jetzt viele runtergegangen sind. Ich möchte mich jetzt ungern unten reden, weil ich da einfach so viel an Geschwindigkeit verliere, dass wir einfach hier mal ganz schnell die ersten Häuser, am besten so schnell es geht, looten, am besten eine Waffe finden und unseren Mate verteidigen können. Oder gegebenenfalls andersrum. Oh fuck, da ist kein Eingang auf der Seite. Da ist der Eingang. Sehr nice. Mate ist auch gedroppt. Erste Kiste habe ich doch hier schon gesehen. Da ist sie. Wunderbar. Bitte eine Waffe. Nice. Immerhin schon mal eine Shotgun, auch wenn es nur in der normalen Qualität ist. Pistole geht über die Shotgun. Die Rifle geht über die Pistole. Mate lebt noch. Gefällt mir, hat auf jeden Fall schon mal irgendein Rüstungsteil bekommen. Hat jetzt Armor am Start. Gucken wir mal, dass wir hier zu dem Mate kommen. Dass wir hier auf jeden Fall, wenn, zusammen rumrocken. Ah, dann gucken wir mal, was hier noch so zu looten ist. Erstmal den Waypoint wegnehmen, dass der nicht irritiert oben auf der Karte. Ja, dann gucken wir mal. Hier sind wir wirklich alleine runtergekommen. Das ist super nice. Können wir hier erstmal die ersten Häuser in Ruhe looten. Eine grüne Waffe oder eine lilane wäre jetzt natürlich ein Träumchen. Zweiter Skill wäre noch ganz cool. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas Lootbares ist. Ist es? Oh, zwei Skills. Nice. Und eine Armor. Das ist sehr cool. Wir haben jetzt Nandos Fireball haben wir bekommen und Inera's Wall. Inera's Wall würde ich vielleicht gerne noch traden gegen... Na, Fireball haben wir leider schon. Da ist noch Kisten, sehr cool. Wir müssen natürlich auch auf den Fork achten. Ne? 3 Minuten sind nicht unendlich lange, die wir haben. Aber es ist doch ein bisschen... Eisblock über Wall, würde ich sagen. Vor allem Eisblock in App. Ja, nicht in Epic, oh, viel Rüstung. In Uncommon müsste grün sein. Also Common, Uncommon, Epic? Gibt es noch Blau? Weiß ich gerade gar nicht. Gibt es Blau? Müssen wir mal gucken. Es gibt, glaube ich, gar kein Blau, ne? Ah ja, egal. Auf jeden Fall, die ersten Kills gehen hier runter. 66 Spieler noch am Start. Und dann so, wir müssen andersrum mate, ne? Lass uns mal bitte in die nächste Villa gehen. Richtung raus aus Forkwill. Mal gucken, ob wir hier was finden. Also Gegner haben wir jetzt erstmal noch keine gefunden. Sterben auch schon gut Gegner weg. 62 jetzt schon nur noch am Start. Ah, erstens schon mit lila Waffen. Sieht man unten im Killfeed, welche Rarität die Waffen haben, mit der da die Kills gesetzt werden. Hyaloom Rifle, ja, Lilianenwaffe, immer noch OPSL. Mate Loot da oben alles komplett durch. Hat jetzt 2 grüne Waffen, einen grünen Skill und noch einen anderen Skill und schon grüne Armor. Ja, haben wir leider noch nicht alles. Mal gucken, ob hier was runtergegangen ist an Gegnern. Sieht man ja immer, ob die Truhen noch am Start sind. Truhen sind noch am Start, aber braucht man leider nicht. Aber bringt uns ein Stück näher Richtung erstes Equipment oder Waffe, die wir uns vielleicht nachher craften können. Waffe ja noch nicht, wir haben ja noch keinen Kill. Oh, verbesserte Schuhe, die sind schon mal in grün. Ganz cool. So, das ist das einzige Haus hier gewesen. Da wäre jetzt noch eins, das ist die Schmiede. Ja, fliegen wir am besten hin. Kann man gut Distanz überbrücken. Und man hinterlässt nicht diesen Krater. Crossbow kann weg, ist jetzt nicht ganz so interessant. Ah, hier haben wir noch den grünen Fireball, das ist ganz geil. Die Handschuhe haben wir schon. Ah, gucken wir mal, dass wir uns mit dem Mate oben treffen. So, den Mate haben wir eingesammelt. Der Fork kommt so langsam. Setzen hier die Waypoints für die nächsten Ziele. Also wir sind hier, ich bin hier mit bei 2 grünen Waffen ausgestattet. Der Mate schon mit einem Legendary Armor Teil, mit den Händen uns nämlich. Sehr nice, hat dann relativ viel hier in dem Dorf abgefarmt. Ich habe das hier komplett abgefarmt. Ja, den grünen Revolver vom Andy bekommen. Die grüne Hyaloom-Waffe von Lian bekommen. Aber jetzt kommt dann doch so langsam die Zone. Und da haben wir uns gedacht, treffen wir uns mal und... oh, hier ist gelootet. Das ist schade. Das ist natürlich schade. Ist die Schmiede in Benutzung? Nee, ist sie nicht. Ist sie? Nope, ist sie nicht, aber das schaffen wir, glaube ich, nicht.
Ah, schwer zu sagen, wie Zungenbrecher. Ob das klappen würde, wenn ich jetzt hier anfangen würde, ein 60-Sekunden-Teil zu craften. Ich glaube auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall, die Runde ist super schnell. Man sieht leider keine Zeit, wie lang die Runde schon geht. Aber es sind noch 36 Leute am Start. Wir haben noch niemanden gesehen. Keine Action, kein Nix. 130 Charts konnten wir bis jetzt sammeln. Hab zwischendurch noch den Fireball upgraden können und den Eisblock, wenn ihr bestimmt noch mit drin habt. Gucken wir mal, ob der Schmiede hier in Benutzung ist. Ich weiß nicht, bei 30 Spielern und so einer großen Map kann natürlich noch einiges passieren. Schmiede ist in Benutzung. Schmiede, man sieht den Qualm aufsteigen, also da craftet gerade jemand was. Ah, benutze nicht deine Skills, Mate. Ja, oben die Kiste, die ist immer unberührt, weil da kommt man fast gar nicht dran. Das ist total doof gemacht, die Kiste. Hey, die sind auch drauf, die Schüsse. Ah, mach doch deinen Waypoint bitte weg, Mate. Hab keine Ahnung, ob der da. Wo ist der Mate? Ach, da oben ist er. Dann machen wir den Waypoint hier erstmal weg. Oh, in einer Sekunde ist da was aus der Schmiede fertig. Gucken, ob das direkt gepickt wird. Hauen wir mal den Fireball rein. Oh, wir gehen jetzt Richtung. Oh. Bitte mach den Waypoint doch weg. Kann ich das schon disenchanten? Nice. Reingebaitet. Also die Sachen sind weg, Kollegen. Mate hat es zu mir geschafft. Oh, da liegt eine Menge Zeug rum. Kill. Nice. Das Chicken wird überleben. Hey, das sind doch Hits. Das schmeißen wir an, das schmeißen wir an. Und dann erstmal den High Ground halten. Oh, Mate, pass auf. Da die gleiche Waffe wie ich am Start. Macht er da, wo will er hin? Warum tut er das? Noch mehr High Ground können wir haben. Hier ist nichts. Ne, hier ist nichts. Mate ist unter mir. Ich sehe hier weit und breit nichts. Wo schießt er hin? Da hinten ist das Pferd. Aber ich glaube, das ist außer Reichweite, oder? Ich glaube, so weit können wir gar nicht schießen. Oh, er ist ein Sniper-Rifle. Das ist nicht so geil. Wie sieht es zonentechnisch aus? Nicht gut. Gar nicht gut sieht es zonentechnisch aus. 3, 2, 1, komm. Was ist das? Ich glaube, das ist aber erst die Rüstung, oder? Ne, es ist erst die Waffe, okay. Und da sind die. Nimm doch die. Ah, es dauert jetzt alles hier und dauert und dauert. Mate. Ah, jetzt kann ich niemand mehr tippen. Komm, jetzt scheiß drauf, wir müssen. Oh, noch ein Helm. Und ein Potions, die nehmen wir da ja noch alles mit. Oh, den Speer, den haben wir jetzt natürlich schon gehabt, schade. Bisschen Charts nochmal mitnehmen, weil wir es können, weil wir es müssen. Wir müssen uns bewegen, sonst werden wir sterben. Immerhin ein Legendary Armor Teil noch bekommen. Die Schuhe, ich glaube, es gibt sogar Reittempo, was natürlich gar nicht mal so scheiße ist. 20 Spieler jetzt noch. Ich hoffe, der Mate checkt, dass er mal sich so langsam bewegen muss, sonst wird das hier nichts mehr. Dass wir irgendwie in die Zone rein müssen. So, ich bin schon mal safe. Der Mate kommt da jetzt auch so langsam. Das ist gut, der schafft es auf jeden Fall auch. Und dann müssen wir auf jeden Fall nach hinter uns gucken, ob da Gegner auch noch gegebenenfalls kommen. Und wir vielleicht einen Easy Kill uns snacken können. Auf jeden Fall, wir sind safe. Es wird hier irgendwann anhalten. Na, gucken wir mal. Genau jetzt hält es an. Jetzt gucken wir mal, ob da noch irgendwer am Laufen oder am Reiten ist.
Da muss ja hier keiner noch irgendwie unnötig überleben. Sieht aber nicht so aus, als ob da noch was kommt. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir vielleicht doch nochmal ein bisschen besser equipped werden, weil aktuell sehe ich da keine großen Chancen. Und zwar die noch zu, die Kiste. Ah, bessere Handschuhe. Die nehmen wir auf jeden Fall mal für lau mit. Ja, noch ein paar Charts. Ja, je später es wird, ist man halt relativ schnell Max-Charts. Also die 200 Charts hat man dann irgendwann voll. Und dann lässt man natürlich super viel immer liegen. 15 Spieler sind es jetzt noch. Oh, Legendary ist gedroppt. Vielleicht können wir dann Sneaky Kill setzen. Immer mal nach hinten gucken. Seite gucken. Ja, auf jeden Fall gerade nicht so viel los. High Ground immer mal im Auge behalten. Das ist A und O hier. Oh, Mate geht da nicht dran, ne? Macht da jetzt keine Faxen. Jo, moin. Das ist schon Schaden, der da reinkommt. Direkt mal heilen. Oh, Mate, ich bin nicht da. Oh, Chicken. Aber Low HP sind auch da. Immerhin sind wir in der Zone. Dieser Ehrenlose. Ja. Heilen, heilen, heilen. Oh, ich hab mich auch geheilt, Mann. Och, Mate, wo bist du? Hat der Zeit? Oh, jetzt verbrennen wir hier. Das ist nicht der Mate. Doch, das ist der Mate, aber wir sind down. Oh, Mann. Und der Mate ist auch gefallen. Ah, was sind wir geworden? Gegebenenfalls. Ja, Team 6. Top 10 werden wir nicht sein. Das ist ein bisschen schade. Doch, Top 9. Woo! Erstes Match. Nicht viel passiert, aber Top 10 geworden. Brrrra. So kann man es mal machen. War keine Glanzleistung, keine Ahnung, aber ich spiele dieses Spiel nicht viel und Top 10 ist auch echt eine Leistung für mich. Mit einer einzigen Eliminierung, also es wird wahrscheinlich im Großen und Ganzen ein ziemlich kurzes Video gewesen sein, würde ich mal meinen. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal schon mal eure besten Platzierungen in die Kommentare und wie euch Realm Royale bis jetzt gefällt, jetzt im Early Access und Release. Mir macht es tatsächlich leider nicht besonders viel mehr Spaß als vorher, aber vielleicht kommt es noch, keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall noch die eine oder andere Runde zocken. Vielleicht muss ich auch einfach nur den richtigen Mate finden oder das richtige Team finden. Also es gibt ja leider keine Solos, sondern nur Duos und Quads. Aber so ist das. Naja, man muss immer nach vorne gucken und eine Runde ist eine Runde. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Hoffe, ihr habt ein bisschen Vergnügen, auch wenn fast nichts passiert ist. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, der ist draußen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.